Können Sie noch ohne Kalender, ohne einen Terminplaner leben? Den meisten Menschen gelingt das nicht mehr. Es sind so viele kleine Punkte am Tag und in der Woche, als dass man da noch den Überblick behalten könnte. Und wie ist es dann mit den Momenten, in denen wir ausspannen, in denen wir Ruhe finden sollen? Sind die auch eingetragen? Zu diesem Thema gibt es auch eine sehr schöne Motivkarte. Besinne dich, geht morgen Nachmittag. Und Sie haben sicher super Ideen, wo und wie man zur Besinnung findet. Wo und wie man Plätze, Orte gestalten kann, dass das auch leichter geschieht. Und Ihre besten Ideen, die reichen Sie bitte ein unter www.kirche-macht-was.de. Wir präsentieren die Ideen im Netz, lassen darüber abstimmen, was das Allerbeste ist und wollen es dann sofort umsetzen. Ich habe für mich nur eine Lösung gefunden, indem ich jeden Morgen gezielt etwas Zeit einplane, um zur Ruhe zu kommen, den Tag durchzudenken, auch für ein gutes Gotteswort und, wenn es geht, für ein Gebet mit meiner Frau. Ob uns die anderen guten Ideen gelingen? Ich hoffe es. Aber eines weiß ich schon jetzt. Gott macht etwas aus Ihrem Leben. Das können Sie glauben.